Buongiorno mia amici, ich bin Laura Commentore und das ist die Rezi-Mafia. Zwischen uns und dem Ende von Yannex liegen nur noch 6 Seiten, also legen wir los. Wie in der letzten Folge bereits erwähnt, holt Herr Escht nun die Nibelungen aus der Mottenkiste und führt aus, dass Kriemhild ja auch Zuflucht am Hofe Attilas in Transsilvanien gesucht habe. Weiterhin schreibt er... Moment. Es kann doch kein Zufall sein, dass der Erbauer dieser Halle derartig intensiv auf diesen mystischen Karpatenbogen oberhalb des Schwarzen Meeres zeigt. Allerdings nur für das wachsame Auge des geschulten Historikers. Ja, der geschulte Historiker fällt hier allerdings gerade ganz schön in Geografie. Wie in der letzten Folge bereits ausgeführt, hatte Attila seinen Hof nicht in Transsilvanien, sondern in der ungarischen Tiefebene. Außerdem impliziert irgendwo Zuflucht suchen, dass Kriemhild zu Attila gegangen ist und gesagt hat, hey, schütz mich oder irgendwie sowas. Dem war aber nicht so. Tatsächlich wurde Attila von seinen Beratern geraten, um Kriemhild zu werben. Hat er dann auch gemacht. Und Kriemhild wollte ihn erst eigentlich gar nicht heiraten. Erst auf Anraten ihrer Brüder hat sie dann ja gesagt und ist nach Ungarn gefahren. Aber von der mystischen Welt der Nibelungen nun wieder zurück ins moderne, aber ebenso mystische Paralleluniversum von Yannex. Von da unten, wo er und Carlos stehen, kann Yannex nichts Besonderes an der Gedenkplakette für König Odoaker erkennen, was ihn dazu veranlasst, seine Qualitäten als menschliche Wikipedia unter Beweis zu stellen und dem Leser einen kurzen Vortrag über die Familiengeschichte Odoakers zu halten. Wir erfahren, dass die Westgoten den aus Jerusalem geraubten Tempelschatz einem neutralen, kleinwüchsigen Urvolk übergaben. Will Herr Escht uns hier tatsächlich die Mär von schatzhütenden Zwergen auftischen? Was soll es für ein Volk sein? Gibt es dafür irgendwelche geschichtlichen Hinweise? Jedenfalls vermischt Jan X weiterhin fröhlich Geschichte und Mythologie. Und kommt zum Schluss, der Jerusalemer Tempelschatz ist in Transsilvanien. Ja, nee, ist klar, vermutlich ist Dracula der neue Schatzwächter, ne? Dann macht Yannex noch eben Sissi zur Kaiserin von Österreich-Ungarn und Transsilvanien. Und bevor er fragt, nein, auch diese historische Figur hatte mit Transsilvanien nichts am Hut. Ich verstehe wirklich nicht, warum Herr Escht hier krampfhaft eine Verbindung zu Transsilvanien sucht, die einfach nicht existent ist. Dann wird Yannex klar, er hat die Lösung, aber verraten will er sie nicht. Lieber will er sie mit ins Grab nehmen. Und dann wird ihm aus irgendeinem für mich nicht ganz nachvollziehbaren Grund klar, dass die Schriftrollen aus Moskau absichtlich irreführende Fälschungen waren. Nachdem Yannex nun ein paar Minuten apathisch herumgestanden ist und nachgedacht hat, zurück zur eigentlichen Handlung. Von da unten, wo er und Carlos stehen, kann er immer noch nichts Ungewöhnliches an der Grabplatte Odoakers erkennen und stellt glorreich fest, sie müssen darauf. Yannex hält die Suche für vergeblich. Aber dann kommt es zu einer krassen Wendung, denn plötzlich schallt die Stimme einer Frau durch den Raum und fragt die armseligen Sterbliche, was sie denn wissen wollen. Gleitet die ganze Scheiße jetzt doch noch in den Fantasy-Bereich ab? Kommen jetzt doch noch tatsächliche, echte Walküren? Hat Yannex eine Überdosis seines halluzinogenen Rasierwassers? Nein, es ist Marion! Sie ist wieder da! Eigentlich war sie die ganze Zeit über da, aber sie und Carlos hielten es wohl für witzig, Yannex zu verarschen. Ich kann sie nicht verdenken. Dann klingelt Carlos Handy und der ermittelnde Kommissar teilt ihm mit, dass der BMW-Fahrer definitiv durch eine Gewehrkugel gestorben ist. Und auch Marions alter Partner ist durch so einer ums Leben gekommen. Es ist mir mittlerweile schon zu blöd, überhaupt noch zu hinterfragen, warum man Carlos extra darüber informiert und warum es den Polizisten nicht auffällt, wenn von irgendwoher noch ein zusätzlicher Schuss abgegeben wird.
Es passt in die Handlung, Punkt. Wer braucht schon Logik? Jedenfalls hat Yannix definitiv niemanden umgebracht. Seine Herzallerliebste ist auch wieder da. Und er fragt sich, wer wohl geschossen hat. Piroschka oder doch Odin der Zweite? Dann fällt ihm ein, dass er ja noch den Brief von Piroschka hat. Und da steht ganz zufällig und überhaupt nicht praktisch platziert drin, wer es war. Ein unbekannter Dritter. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal im Führerstand einer Dampflokomotive waren, aber da ist nicht so wahnsinnig viel Platz. Als nächstes fragt ihn Marion, ob er nicht ihr neuer Partner im Verlag werden will. Schließlich hat sie von Tuten und Blasen ja keine Ahnung. Er auch nicht, aber das macht ja nichts. Plötzlich will er nicht mehr sterben. Aber er möchte schon wissen, ob Marion denn jetzt etwas an der Plakette entdeckt hat. Schließlich will er sein neues Leben mit ihr nicht mittellos beginnen und wir wissen ja, wer es findet, dem gehört's. Also muss Yannix nun ganz unbedingt den verlorenen Schatz finden. Natürlich findet Marion auf der Platte eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, von denen sich schnell herausstellt, dass es sich um Koordinaten handelt. Carlos geht mit seinem geilen Smartphone erstmal zu Google Earth und gibt die Koordinaten ein. Auf dem Schirm dreht sich der Globus und fokussiert genau nach Transsilvanien hinein. Es ist eine Ruine auf einem Berg, frohlockt der Reporter. Ganz deutlich sieht er das Satellitenbild. Ein dicht bewaldeter Berg und eine Burgruine darauf. Er schwenkt das Bild dreidimensional umher und ist begeistert. Dann beginnt er zu zweifeln. Ist das denn möglich, dass die damals überhaupt solch genaue Koordinaten angeben konnten? Zunächst, ich habe diese Koordinaten auch bei Google Earth eingegeben. Und, naja, was soll ich sagen, ich hatte so meine Probleme. Zunächst landete ich im Atlantik, bei Bermuda, um genau zu sein. Dann änderte ich die Schreibweise ein bisschen und landete in Kalifornien. Nach erneutem Ändern der Schreibweise Mexiko. Und schließlich wieder im Atlantik. Dann kam mir die geniale Idee, das deutsche O für Osten, das Herr Escht uns hier angibt, in ein englisches E für East zu ändern. Und dann wurde es besser, weil ich landete in der Türkei. Dann wurde es wieder etwas schlechter, weil ich in China landete. Und schließlich, endlich nach ungefähr 7 Versuchen, landete ich dann doch irgendwo noch auf einem rumänischen Acker. Aber Carlos hat vermutlich ein viel, viel tolligeres Google Earth als ich, das sofort kapiert, was er da eigentlich sucht. Zurück zu der berechtigten Frage, ob sowas denn möglich sei. Wir erfahren, dass das Koordinatensystem über 300 Jahre alt ist, also muss Ludwig I. diesen Ort gekannt haben. Bin ich die Einzige, der die massiven Fehler in dieser Argumentation auffallen? Beim Herauszoomen erkennt Yannix, dass es sich um die ehemalige Gotenburg bei Godela handelt. Godela habe ich bei Google Earth auch mal eingegeben, kennt Google Earth allerdings nicht. Vielleicht mache ich was falsch. Klarer Fall, da müssen sie hin. Aber vorher will Marion noch eine Antwort. Ist das nun eine Ja? Fragt sie angespannt. Yannix kann sich nicht satt sehen an ihr. Sie gleicht tatsächlich einer Walküre. Vor allem jetzt, wo sie die Arme samt Mantel ausbreitet und in die Ruhmeshalle hineinruft. Juhu! Er hat nicht Nein gesagt! Welt, ich liebe dich! Und mit dieser Liebeserklärung und der Erkenntnis, dass Yannix Todesgedanken plötzlich futsch sind, beenden wir diesen Mist. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an euch, ihr seid awesome. Natürlich sehen wir uns nächste Woche wieder, denn nicht nur Herr Escht schreibt miese Bücher. Und mir bleibt nun nur noch eines zu tun.
Warum tust du mir das an, Hans? Wer die Familie verrät, muss mit Konsequenzen leben.